Ich will weitermachen mit unserer Serie, die wir angefangen haben vor ein paar Wochen. Mögt ihr euch noch erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, über das Leben oder über das Leben im Segen? Und ja, was war das erste Teil? Das ist kein Test, sondern im ersten Teil ging es darum, um unser Herz, oder? Wir haben darüber gesprochen, über den Zustand unseres Herzens, dass wir auch ein Herz entwickeln können, ein Herz, das freigebig ist. Merci für mal. Ein freigebiges Herz, und dass es der Zustand unseres Herzens eine wichtige Voraussetzung ist, dass wir in diesem Segen auch leben können. Amen. Und dass unser Leben auch zu einem Segen wird. Im zweiten Teil haben wir vor drei Wochen haben wir über den Zehnten gesprochen und was der Zehnte ist und wie die Bibel über den Zehnten, über den zehnten Teil spricht. Und zwar haben wir Bibelstellen im Alten Testament haben wir betrachtet und wir haben auch Bibelstellen im Neuen Testament betrachtet. Nun, wir gehen heute in den dritten Teil und ich möchte, dass wir mal zweiten Buch Mose aufschlagen. Wir haben die Schriftstelle auch hier auf der Folie, Kapitel 13, und da möchte ich die ersten zwei Verse lesen. 2. Mose, Kapitel 13, die ersten zwei Verse. Das Gott, der zu Mose spricht, und er sagt: Heilige mir alle Erstgeburt. Alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, von den Kindern Israels, vom Menschen und vom Vieh, das gehört mir. Mit anderen Worten, Gott sagt, heilige mir alle Erstgeburt. Das Erste, das geboren wird, alles, was den Mutterschoß, was zuerst geboren wird, sei es ein Kind, sei es von einem Vieh, das gehört mir. Das ist nicht, was ich sage, wir lesen die Bibel, oder? Und das ist, was Gott sagt. Er sagt, das gehört mir. Ist das nicht interessant? Und wir wollen heute in dieses Thema ein bisschen hineingehen und das auch betrachten, weil dieses Prinzip des Ersten oder das Prinzip des Ersten geben, das ist ziemlich sicher eine der wichtigsten Botschaften, die wir ansprechen werden in dieser Serie. Das Prinzip des Ersten ist eine, und ich könnte oder möchte fast die Behauptung machen, wenn nicht die wichtigste Botschaft. Gott sagt, das Erste ist mein. Er sagt das. Und er sagt auch, dass er der Besitzer davon ist. Und das sollen wir oder müssen wir immer wieder auch erkennen. Und ist wichtig in unserem Leben, wenn wir in diesem Leben im Segen weitergehen möchten. Amen. Wir alle wollen ein gesegnetes Leben haben, oder? Und da wollen wir hineingehen und lass uns heute Morgen betrachten, was die Bibel darüber spricht, über das Erste. Und wie die Bibel und wie Gott das Erste betrachtet und was er darüber meint, wie ihm das Erste auch wichtig und heilig ist. Wenn Gott der Erste ist, das ist so eine Behauptung, die ich mache, aber ich glaube, wir können auch das sehen im Wort Gottes, dass wenn Gott der Erste ist in unserem Leben, dann fällt auch alles andere in unserem Leben in Ordnung. Dann kommt alles an seinen richtigen Platz. Amen. Und manchmal haben wir vielleicht das und dieses und jenes, das noch zurechtgerückt werden sollte. Und so oftmals befassen wir uns auch mit solchen Dingen. Und nicht, dass das grundsätzlich falsch ist, aber es wäre falsch, sich mit all diesen anderen Sachen, Bereichen unseres Lebens zu beschäftigen, ohne dass Gott der Erste ist in unserem Leben. Es wird ein wunderbarer Segen auf unserem Leben sein, wenn wir ihn in unserem Leben zum Ersten machen. Er ist die erste Priorität. Amen. Also, wir sehen im ersten Punkt, den wir hier sehen können, dass das Erstgeborene muss geopfert werden.
Das Erstgeborene muss geopfert werden oder es muss ausgelöst werden. Lass uns dazu die Verse 12 und die Verse 13 im selben Kapitel lesen, weil da gibt uns das Wort wirklich diese Verheißung und auch diese Anweisung von dem Gelösten beziehungsweise von dem Geheiligten. Das ist immer noch Gott, der zu Mose gesprochen hat. So sollst du alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, für den Herrn aussondern. Auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst. Alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Hier sehen wir es wiederum, dass das Wort Gottes sagt, das Erste, was geboren wird, das Erste soll bereitgestellt werden, soll ausgesondert werden. Man könnte auch sagen, es ist dem Herrn heilig. Es ist ihm heilig. Und es soll dem Herrn gehören. Es gehört ihm. Das sagt die Schrift, Vers 13. Aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit deinem Lamm auslösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Mit anderen Worten, wir haben hier ja zwei verschiedene Tiere. Wir haben auf der einen Seite haben wir das Lamm, was im hebräischen Opfertum ein reines Tier ist, auch ein Beispiel für Christus. Er ist ja das Lamm Gottes, der geopfert worden ist. Und das Lamm ist ein reines Tier im Gegensatz zu dem Esel, das kein reines Tier ist. Und das Wort Gottes, Gott sagt in Mose, das Lamm, das opfere, das gib mir hin. Das Erste, das geboren worden ist, wenn du eine Lamm, wie sagt man, Stute, ich weiß nicht, wie eine Haue, genau. Zum Glück habe ich da Fachleute unter mir. Eine Haue, das erste Lamm gebiert, dann sagt das Wort Gottes, gib das mir hin. Gib das mir, das gehört mir. Und auf der anderen Seite haben wir im Vers 13 dieses Beispiel, wenn die Eselstute das erste Fohlen wirft, dann sollst du es auslösen, weil eben das Tier oder der Esel ein unreines Tier ist und deshalb soll es gelöst werden durch ein reines Tier. Das ist ein Prinzip, das Gott gegeben hat. Und das wir immer wieder auch im Wort sehen können. Dass wir dieses erste Prinzip haben, das Erstgeborene muss entweder geopfert werden oder es muss ausgelöst werden. Entweder geopfert, dargebracht werden oder es muss ausgelöst werden. Und wir sehen hier natürlich in diesem Zusammenhang mit den Tieren, dass wir da eben das Lamm als reines Tier haben, welches geopfert wird, auf der anderen Seite das unreine Tier, das durch ein reines Tier ausgelöst wird. Frage: Wie bist du geboren worden? Wie sind wir geboren worden? Sind wir als Reine geboren worden oder sind wir als Unreine geboren worden? Und ich glaube, da wissen wir alle, wie es das Wort Gottes ja auch sagt, wir sind alle Sünder, wir waren alle Sünder und wir mangelten alle der Herrlichkeit Gottes. So dass niemand aus sich selbst und aus seinen eigenen Werken errettet werden konnte, sondern es war allein seine Gnade. Wir sind als Unreine geboren worden. Und wie ist Jesus geboren worden? Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir die jungfräuliche Geburt verstehen. Dass das Teil der christlichen Theologie und Doktrine ist, dass Jesus nicht einfach ein Mensch von Menschen abgestammt ist, sondern dass er als reine Person geboren worden ist. Deshalb ist er auch der Einzige, der an unserer Stelle das Reine, als Reine geopfert worden ist, als Lamm geopfert worden ist und uns, dich und mich, die Unreinen, ausgelöst hat. Können wir dieses Symbol oder dieses Prinzip sehen?
Jesus oder Gott hat das dem Mose gesagt, und das Alte Testament ist ja wie ein Schattenbild, ist ein Sinnbild, ein Symbol, das hingewiesen hat auf das Wahre, auf das Kreuz, auf Jesus Christus, der kommen wird und der uns wirklich und wahrhaftig befreien wird. Jesus ist die Erstlingsgabe von Gott. Jesus ist derjenige, der uns ausgelöst hat. Amen. Wir haben es gesungen, das Kreuz, dort am Kreuz, dass er uns hingegeben hat, dass er sich hingegeben hat, damit wir erlöst würden. Und weißt du, wenn der Bauer sein Erstlingslamm darbringt, dann weiß er ja nicht, hat er absolut keine Garantie, dass diese Haue nochmal wirft. Hat keine Garantie dafür. Gott sagt nicht, warte, bis diese Haue oder bis dieses Schaf 10-mal geboren hat und dann, wenn es 10-mal geboren hat, dann gib mir eines davon. Nein, sondern er sagt, das erste soll mir gehören. Siehst du, dass auch hier das Element des Glaubens involviert ist? Dass bevor wir wissen, wie fruchtbar das dieses Schaf ist, dass wir das erste, was es wirft, wir ihm hingeben. Und dass das ein Prinzip war, das Gott hier im Alten Testament den Menschen lehrte und es von ihnen auch verlangte. Wir sind als reine oder als unreine geboren worden, aber durch ihn sind wir erlöst worden. Und das ist wunderbar. Das wollen wir immer wieder erkennen. Halleluja! Und so sehen wir auch zum Beispiel in diesem Römer, Kapitel 5, Vers 8, wir haben ihn ganz am Anfang des Gottesdienstes, habe ich den gelesen, dass Jesus und Gott hat seine Liebe darin bewiesen, dass als wir noch Sünder waren, hat er seinen Sohn hingegeben, auf das wir erlöst würden. Jesus verlangt nicht nur das von uns, er hat das selber auch für uns gemacht. So oftmals denken wir, ja Gott, du kannst schon und ich muss das und jenes und dieses tun. Nein, Gott ist mit seinem Beispiel uns vorangegangen. Als wir noch Sünder waren, hat er seinen Sohn für uns hingegeben. Er hat uns erlöst, hat uns ausgelöst. Sein Blut hat uns losgekauft. Halleluja. Und das ist wunderbar, das ist so kostbar. Gott hat Jesus im Glauben gegeben. Genauso können wir auch den Zehnten zum Beispiel im Glauben geben. Dass das ein Teil ist, das wir geben im Glauben. Amen. Dass wir darin Vertrauen haben, dass Gott unser Versorger ist und nicht in erster Linie die Bank oder die Wirtschaft oder der Arbeitgeber. Das ist alles Bestandteil, welches Gott dazu braucht. Aber Gott ist unser Versorger. Als erstes Prinzip. Dass wir verstehen, dass wenn wir das Erste ihm geben und dass auch dass wir auch die Tiefe darin verstehen, wenn wir dieses Beispiel von Jesus Christus nehmen, dass als wir noch Sünder waren, er ihn uns dargebracht hat und uns erlöste. Was bedeutet das? Dass das Erste, das dargebracht wurde, hat die Kraft, den Rest zu erlösen. Den Rest frei zu befreien, zu segnen. Dass die Kraft auf dem Rest, das übrig ist, noch bleibt. Und das ist auch, was wir sehen können und erkennen müssen, dass wenn wir Gott den Zehnten geben, dass das Erste, das wir geben, hat die Kraft, die anderen 90% zu segnen, zu befreien, freizusetzen, das zu tun, was Gott möchte, nämlich uns zu versorgen, uns zu segnen. Genauso wie Gott zuerst, nicht irgend nachher,
Er hat nicht zuerst zwei Engel ans Kreuz genagelt. Nein, zuerst gab er seinen Sohn. Und sein Sohn hat die Kraft, Halleluja, die ganze Menschheit zu erlösen. Und das sehen wir, wie kraftvoll und wie machtvoll das Erste, das wir ihm darbringen, hat, was es freisetzen kann. Im Leben, im Segen. Amen. Das ist ein Prinzip, das Gott hier lehrt. Das ist ein Prinzip, das wir durchs ganze Wort immer wieder sehen können, im Alten wie im Neuen Testament. Das Erste, das wir darbringen, hat die Kraft, das andere auszulösen. Preis dem Herrn. Und lass uns in das auch Kraft haben oder Glaube haben, dass wir glauben, dass wenn ich meinen Zehnten, dass wenn ich meine Erstlingsfrüchte darbringe, dass das die Kraft freisetzt in meinem Leben, dass ich weiterhin gesegnet werde. Und dass die 90% mich weiterbringen als 100%, die ich ihm nicht hier darbringe. Dass wir das sehen können. Ich weiß, das ist nicht weltliches Denken. Vielleicht haben wir auch nicht immer darüber gesprochen. Ich werde auch nicht jeden Sonntag darüber sprechen. Aber ich denke, das ist eine wichtige Botschaft, die wir erkennen müssen, die im Wort Gottes vorhanden ist. Ein Prinzip, das immer wieder vorhanden ist. Das Erste gehört ihm. Er hat es gesagt. Ihm gehört das Erste. Ein weiterer Punkt, den wir sehen können, ist, oder lass mich vielleicht noch kurz auch sagen, ihr kennt ja die Geschichte von Josua, der das Land eingenommen hat. Und Josua, der wurde von Gott, beziehungsweise von Mose und von Gott eingesetzt als der nächste Führer. Und Josua hat die Leute über den Jordan gebracht. Amen. Sie waren gesegnet und sie haben zusammen haben sie Jericho eingenommen, oder? Diese Stadt, die voll umzingelt war, eine Riesenmauer, die Menschen haben gesagt, das kann man nicht einnehmen, ist unmöglich, aber Gott und das Volk Gottes hat es eingenommen. Und nicht mit Schwert, nicht mit Mörsern, nicht mit Granaten, sondern einfach indem, dass sie die Stadt umzingelt haben und umgangen sind, marschiert haben, eine Parade gemacht haben und gejubelt haben. Übernatürlich wurde diese Stadt eingenommen. Und Gott hat gesagt zum Volk Israel, also zum Volk der Hebräer, gebt mir all das Gold, all das Gold, all das Silber, das ihr da finden werdet, bringt das und bringt es mir dar. Und das haben sie auch gemacht. Aber das heißt im Josua Kapitel 7, dass Achan, einer der Söhne von Söhnen, ist die ganze Abhandlung da vorhanden, er hat etwas weggenommen. Er hat etwas für sich behalten. Und ihr kennt die Geschichte, lest sie nach, Josua Kapitel 7, da heißt es, dass sie, als sie dann nochmals, oder dass sie die zweite Stadt einnehmen wollten, die zweite Stadt, das war Ai, oder? Da sind die Leute gekommen, die Spione gekommen und haben gesagt, ah, das ist so eine kleine Stadt, da musst du nur 3000 Soldaten schicken, gar nichts. Lass den Rest zu Hause, schick nur 3000. Und sie haben sie geschickt und haben eine enorme Niederlage erlebt. Das ist ein schöner Ton. Ja, es ist Josua Kapitel 7. Doch die Söhne Israels übten Untreue an dem Gebannten. Und Achan, der Sohn des Karmi, Sohnes des Sabdis, Sohnes des Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israels. Siehst du? Er hat gesagt, gebt mir das Erste. Das war die erste Stadt, die sie einnahmen. Die erste Stadt, die sie einnahmen. Und Gott hat gesagt, das ist das Erste, diese Erstlingsfrucht, das gehört mir.
Und sie waren nicht bereit, oder ein einziger hat da etwas selber gemacht. Und es heißt hier dann im Vers, Vers 11, Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und sie haben sogar von dem Gebannten genommen und haben es gestohlen und haben es verheimlicht und es zu ihren Geräten gelegt. Jesus, also Gott hat gesagt, sie haben das von mir gestohlen. Sie haben nicht das Ganze gebracht. Sie haben dieses Erstlings oder diese Erstlingsgabe, dieses erste, diese erste Stadt, diesen Plunder oder die Plünderung oder das, was sie da bekommen haben, das haben sie ihm nicht dargebracht. Und Jesus oder Gott sagt, sie haben mich bestohlen. Also er sagt, ja, wir haben es gelesen, es gehört mir. Es gehört mir. Und so lasst uns sehen, wie wichtig, dass es ihm ist. Wie wichtig, dass es Gott ist, dass das Erste ihm gehört. Und dass wir auch erkennen können, wie wichtig es uns sein soll, dass wir ihm das Erste geben können. Halleluja. Dass wir erkennen, dass dieser erste Teil, dass es diese erlösende Kraft hat für das andere, das noch kommt. Amen. Amen. Wir wollen alle ein gesegnetes Leben haben, voller Frucht, voller Überfluss. Aber das ist das Prinzip, das wir erkennen müssen, auch in unserem Leben, dass er zuerst kommt. Im Sprüche Kapitel 3, oder wenn wir die Erstlingsfrüchte betrachten, da heißt es auch, dass die Erstlingsfrüchte müssen geopfert werden. Die sollen ihm dargebracht werden. Die Erstlingsfrüchte. Und da sehen wir in Sprüchen Kapitel 3, Vers 9, das ist ein Vers, den kennen wir. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Das ist ein Prinzip, das Gott uns sagt. Das ist nicht unter dem Gesetz, das hat die Sprüche. Salomo hat das geschrieben. Er war der Reichste. Die Leute sind hingepilgert, Könige, Königinnen sind hingepilgert, um zu sehen all diesen Reichtum, den er hatte. Offenbar hatte er ein Prinzip verfolgt und hatte dieses Prinzip erkannt, mit all den Fehlern, die er auch hatte. Amen, ich will nicht Salomo irgendwie auf den Podest heraufstellen, wo er nicht hingehört, aber dass wir sehen, er selber sagt, dass es wichtig ist, dass wir Gott ehren mit all unserem Besitz. Wie können wir das tun? Indem wir ihm die Erstlinge unseres Einkommens geben, sie ihm darbringen. Das Erste gehört ihm. 2. Mose, Kapitel 23, wir sind ja da im Mose, da heißt es in den Versen 9 und, ja, Vers 9, das früheste oder die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Siehst du, da können wir, wiederum können wir sehen, wenn dein Acker etwas hervorbringt, oder wenn deine Tiere etwas hervorbringen, wir sind jetzt nicht mehr alle Landwirte und Selbstversorger, das war die damals zu der Zeit, aber wenn du eine Einkunft hast, eine Einnahme, wenn etwas bei dir reinkommt, sagt das Wort, so sollst du das Erste, den ersten Teil sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen, darbringen. Weil es ihm gehört. Dass das etwas ist, das wir auch machen können. Halleluja. Dass es ihm heilig ist. Dass es ihm wichtig ist. Das ist, so viel ich weiß, es ist Vers 19. Ich habe da die falsche Nummer reingetan. Wenn ihr das bei der Bibel, ich habe es hier nicht korrigiert auf der Folie. Ich habe es in meinen Notizen korrigiert. 23, Vers 19 ist es. Amen. Dass wir das seht. Das Früheste des Ackers sollst du bringen.
Sollst du es in mein Haus bringen? Siehst du, es gehört in sein Haus. Es gehört nicht irgendwo hin, sondern in sein Haus. Das Haus deines Gottes, da sollst du es hinbringen. Und da wird es freigesetzt. Weißt du, die Bibel sagt, entweder kannst du die Erstlingsfrüchte bringen oder du kannst sie stehlen. Es gibt nur diese zwei Optionen. Wenn du die Bibel studierst bezüglich den Erstlingsfrüchten, da hast du nur die Wahl zwischen den zwei, dass du es entweder bringst oder stiehlst. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen heavy am Sonntagmorgen, aber das ist Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Und wir leben in dem. Wenn wir das erkennen, wenn wir dieses Prinzip erkennen, dann setzt es etwas frei. Genau das, was Jesus Christus, als er sich hingegeben hat, was das in unserem Leben freigesetzt hat. Ewiges Leben, Gerechtigkeit. Wir sind zu einer neuen Kreatur geworden. Amen. Im Moment jubelt jeder über Kanye West, dass er Christ geworden ist. Und dass er eine LP und Musik macht. Und ich habe heute gerade gelesen, dass er an einem Konzert oder was es immer war, an einem Gottesdienst, 2000 junge Leute haben sich bekehrt. Preis dem Herrn. Wie ist das möglich? Es ist nur möglich, weil Jesus etwas freisetzt, freigesetzt hat, weil er als Erster sich hingegeben hat, damit du leben kannst. Und das ist ein Prinzip, das wir erkennen können im Wort Gottes und dass es auch gilt, da wo wir das tun, dass wir auch Glauben haben, das umzusetzen in unserem Leben. Amen. Weil es nur diese zwei Möglichkeiten gibt. Das Wort sagt es. Entweder kannst du es bringen, darbringen, oder du stiehlst es von mir. Und wenn du böse bist, bezüglich dieser Aussage, sei böse über Gott, nicht über mich. Ich sage dir nur, was das Wort sagt. Aber lass uns nicht betrübt sein. Lass uns nicht in eine Ecke hineindrängen, wo wir uns verdammen, sondern lass uns die freisetzende Kraft erkennen, die darin steckt. Dass das bisschen des Ersten eine Kraft hat, das andere auszulösen, freizusetzen, zu segnen, sodass wir in diesen Segen Gottes voll und ganz hineinkommen können. Wir haben es gelesen, wie Josua eigentlich durch das Darbringen des Goldes und des Silbers von Jericho wären die anderen Städte ausgelöst geworden, wären sie ausgelöst gewesen. Aber einer hat etwas zurückgehalten. Und Gott konnte ihnen diesen Erfolg in der zweiten Stadt nicht geben. Dass wir erkennen, wie wichtig das dieses Prinzip ist in unserem Leben. Amen. Die Erstlingsfrüchte, welche nicht dargebracht werden, nennt Gott verflucht. Er hat es gesagt Vers 11, dass der Fluch auf ihnen sein wird, dass sie es gebannt haben. Aber auf der anderen Seite können wir sehen, dass das, wenn wir es darbringen, wenn wir die Erstlingsfrüchte darbringen, dann nennt er es gesegnet. Halleluja! Dann hat es Kraft. Christus hat das Brot genommen, hat es gesegnet, hat den Kelch genommen, hat es gesegnet. Segen, der Segen ist nicht einfach eine Zauberformel, die ausgesprochen wird, sondern der Segen Gottes ist absolut etwas Reales. Dass etwas bekräftigt wird, um Erfolg zu haben. Und das ist genau, was der Segen Gottes ausmacht in unserem Leben. Und was der Segen Gottes auch ausmachen kann in deinen Finanzen. Da, wo du bereit bist, den ersten Teil hinzugeben, gib Gott den Segen. Er nennt es gesegnet. Halleluja.
Und das ist, was wir haben wollen, dass unsere Finanzen, dass unser Besitztum, das, was Gott uns gegeben hat, in seinem Vertrauen uns, dass wir es verwalten, dass es gesegnet ist, von A bis Z. Und dass es andere Menschen auch segnen kann. Dass wir sehen, dass das Darbringen des Zehnten löst den Segen auf, den 90%. Und schlussendlich bringt das mich viel weiter als die 100%, die Gott als nicht gesegnet betrachtet. Das ist die himmlische Mathematik. Amen. Das ist der Segen des Himmels. Das hat nichts mit unserem Verstand zu tun. Weil wenn wir am Anfang des Monats sind und wir unseren Lohn bekommen haben, dann sehen wir, oh, wir haben da Krankenkasse, wir haben diese Versicherung, wir haben eine Zahnarztrechnung, wir haben Miete, wir haben das und das und das. Was bleibt da noch übrig? Und manchmal kann man diese Frage haben. Ich weiß, ich war auch in solchen Situationen. Aber preis dem Herrn, dass Gott uns ein System gegeben hat, dass anstelle, dass wir das erste, den ersten Hunderter der Elektrofirma schicken oder der Krankenkasse schicken, dass wir das erste, das wir haben, das reingekommen ist, dass das erste, dass wir einen Teil davon, Gott nennt es den Zehnten, Gott darbringen. Und dass das schlussendlich die Kraft hat, uns hindurchzubringen, uns zu segnen, uns weiterzubringen. Halleluja. Die Krankenkasse hat diese Macht nicht. Die Krankenkasse hat nicht die Möglichkeit, deine 90% zu segnen. Die Elektrofirma oder das elektrische Elektrizitätswerk hat diese Möglichkeit auch nicht. Deine Bank hat es nicht mal, dass es dich segnet. Aber Gott. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das erkennen, dass wir es Gott darbringen. Dass wir die Erstlingsfrüchte als erstes ihm darbringen. Und da sehen wir, es braucht dieses Element des Glaubens. Dass wenn wir etwas davon geben, das Erste ihm geben, dass wir im Glauben sind und glauben, dass Gott uns mit diesen 90% weiterbringt als mit 100%. Das ist das Übernatürliche, dass Gott hineinwirkt und Gott diesen Segen auf unserem Leben freisetzt, auch in unseren Finanzen. Amen. Immer wieder. Und das ist wunderbar zu erkennen. Und wir sollen das erkennen. Kennt ihr die Geschichte von Kain und Abel? Das heißt doch da im, was ist das, erste Buch Mose, Kapitel 4, dass da während der Zeit, oder es geschah während der Zeit, oder innerhalb von gewisser Zeit geschah es, nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und dann heißt es weiter, dass aber auch Abel, auch er gab etwas dar. Auch er brachte, aber hier heißt es, von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sieht das. Es heißt im Vers 4, Samira, kannst du es vielleicht einblenden? Im Vers 4 heißt es, dass Abel brachte von den Erstlingen und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe. Es heißt nichts, dass er auf Kain und seine Opfergabe schaute. Er brachte einfach etwas dar. Aber es wurde nicht qualifiziert. Das heißt nicht, dass er von den ersten Früchten dargebracht hat. Und weißt du, ich habe schon viel gehört über Kain und Abel und Leute sagen, ja, Gott hat das nicht angenommen, weil kein Blut geflossen ist, weil kein Tier geopfert worden ist, weil es nur Früchte waren. Ja, Gott ist offenbar kein Vegetarier oder was auch immer. Da gibt es verschiedene Behauptungen, weshalb. Aber ich denke, eine Erklärung, die für mich plausibel ist, weshalb Gott das
Opfer von Abel betrachtet und sogar Abel betrachtet, ist, weil er das Erste und das Beste bringt. Im Gegensatz zu Kain, der nicht das Erste und nicht das Beste gebracht hat, sondern einfach irgendetwas. Es heißt in Vers 5, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Ich möchte, dass Gott auf dich schaut und auf deine Opfergabe. Ich möchte, dass Gott auf mich schaut und auf meine Opfergabe. Wie können wir das veranlassen? Genau, wenn wir es darbringen als das Erste und als das Beste. Weißt du, im 2. Korintherbrief im Kapitel 8, da gibt es ja einen Vers, einen wunderbaren Vers, wo Paulus über eine Sammlung spricht, die er angefangen hat für die Gemeinde in Jerusalem, welche in Not war. Und das heißt im Kapitel 8, im Vers 12, dass die Leute da in Mazedonien bereitwillig waren, etwas hinzugeben, etwas zu sammeln. Und im Vers 12 heißt es, denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat, nicht nach dem, was sie nicht hat. Im Englischen heißt es, dann ist es akzeptiert. Da, wo eine Bereitwilligkeit vorhanden ist, da, wo wir willig sind, da ist es akzeptiert bei Gott, da wird es angeschaut. Siehst du, die Willigkeit, die ist auch wichtig in diesem ganzen Prozess. Lasst uns nicht in eine Legalistik oder in eine religiöse und gesetzliche Ecke mit dem gehen, um das zu vollbringen, sondern mit diesem willigen Herzen. Mit dem Zustand unseres Herzens, welches wir auch betrachtet haben. Aber dass wir sehen, dass es eine Möglichkeit gibt, wie Gott uns betrachtet, wie er auch unsere Gabe betrachtet. Man könnte auch weitergehen und sagen, weshalb? Wo wollte Gott denn Kains Opfer nicht darbringen? Hat ja auch etwas dargebracht. Und das ist vielleicht gut, wenn wir da ein bisschen drüber nachsinnen. Aber dass wir uns die Frage stellen, konnte oder wollte Gott nicht nur Kains Opfer annehmen oder konnte er das nicht? Wollte er nicht oder konnte er nicht? Und weißt du, Gott kann sich selber ja nicht widersprechen. Gott ist in seinem Charakter, er ist perfekt, er ist der Erste, er ist der Beste. Und er kann sich seinem Charakter gegenüber nicht widersprechen. Er konnte dieses Opfer nicht annehmen. Er konnte es nicht. Und dass wir sehen, dass Gott, das Wort sagt, Gott ist Liebe, oder? Also die Liebe in Perfektion ist gleich Gott. Gott ist auch der Beste oder Gott ist perfekt. Und Gott kann sich nicht verändern. Das sind so Aussagen, die sind so absolut. Aber wenn wir uns darüber mal Gedanken machen, wenn Gott sich verändern könnte, einfach mal hypothetisch angenommen, wenn Gott sich verändern könnte, dann könnte er auch besser werden. Dann wäre er jetzt nicht perfekt. Das widerspricht seinem Charakter. Er ist perfekt. Er ist vollkommen. Deshalb kann er sich nicht verändern. Amen. Oder er ist, man kann auch sagen, Gott denkt nicht so, wie wir denken.
Das Wort sagt in Jesaja, dass seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Aber wir denken zum etwas ergründen, zu einem Schluss zu kommen, um zu einem Resultat zu kommen. Aber Gott denkt nicht so, wie wir denken. Er denkt nicht, damit er zu einem Resultat kommt. Sondern er weiß schon alles. Er ist allwissend. Von dem her, weil er allwissend ist, kann er gar nicht so denken, wie du denkst, in diesem Prozess, um zu einem Resultat zu kommen. Das bedeutet aber auch, dass Gott niemals irgendwie vor den Kopf geschlagen ist und denkt, wow, was soll ich jetzt tun? Diese Situation habe ich noch nie erlebt. Und genauso ist auch Gott ist perfekt. Er ist der Erste, Halleluja. Er ist der Erste, er ist der Beste, er ist vollkommen, Halleluja. Und so können wir, dadurch können wir auch sehen, er hätte, wenn Abel oder wenn Kain diese Erstlingsfrüchte dargebracht hätte, dann hätte er es angenommen, hätte er es angesehen. Er geht ja noch auf ihn ein. Weshalb bist du so betrübt? Mit anderen Worten, er gibt ihm die Chance, das zu korrigieren. Gott an erster Stelle zu setzen. Weißt du, auch wenn wir, und ich glaube, wir machen das alle, dass wir Gott an unserer ersten Stelle haben wollen, oder? Dass er Priorität hat in unserem Leben. Und trotzdem gibt es manchmal gewisse Situationen, wo wir feststellen, oh, da habe ich Gott nicht an erste Stelle gesetzt. War er deshalb nicht an erster Stelle? Ist er deshalb nicht der Wichtigste? Auch wenn wir das manchmal nicht sehen oder wenn wir uns manchmal nicht so verhalten, ist Gott trotzdem der Erste. Amen. Er ist immer der Erste. Er ist immer der Beste. Er ist immer perfekt. Er kann sich nicht verändern. Deshalb nimmt er an, was das Beste ist. Das gehört ihm. Deshalb sagt er, das ist mein, das Beste, das Erste, das soll mir gehören. Lass uns noch Punkt 3 betrachten. Gott nimmt nicht den zweiten Platz ein. Weil das würde es bedeuten. Er sagt in Malachi, ihr bringt mir die Lahmen und die blinden Schafe. Und er sagt, ich nehme das nicht an. Ich akzeptiere das nicht. Gott nimmt diesen zweiten Platz, er nimmt ihn nicht ein. Gott hat den ersten Platz. Amen. In unserem Leben soll ihn haben, in meinem Leben, Gott soll diesen Platz haben, auch in dieser Gemeinde. Den ersten Platz, Halleluja. Und er nimmt diesen zweiten Platz nicht ein. Das Darbringen des Zehnten zeigt unter anderem auf, dass Gott eben der erste Platz in unserem Leben hat. Es ist eine Möglichkeit, die wir haben, Gott an erster Stelle zu setzen. Amen. Dass wir ihn an erster Stelle setzen. Und er das Sagen hat, der Perfekte ist, der Vollkommene ist in unserem Leben, der das Erste nimmt und es segnet und wir gesegnet sein können. Amen. Aber lass uns auch da nicht so gesetzlich sein, weil Gott kennt unser Herz. Weißt du, wenn wir da grundsätzlich auch darüber nachdenken, wenn wir alle unseren Lohn bekommen, ist ja die AV und die SUVA und was auch immer noch alles, ist ja bereits schon abgezogen. Ja, dann kann ich ihm gar nicht mehr den ersten geben. Da ist ja schon etwas weggegangen. Ja, ich weiß, das ist unser System. Aber Gott kennt doch unser Herz. Oder? Oder auch wenn du denkst, jetzt ist mein Lohn gekommen und jetzt will ich den Zehnten nehmen und den Gott darbringen. Du kommst nach Hause und deine Frau oder dein Mann sagt, du, ich habe eine neue Hose gekauft. Dann sagst du auch nicht einfach, oh, jetzt sind wir verflucht. Du hast schon eine Hose gekauft und dabei wollte ich doch zuerst den Zehnten geben. Gott kennt
kennt unser Herz. Amen. Und lass uns da nicht in diese religiöse Werksschiene hineinkommen. Über das spreche ich nicht, das habe ich nicht gemeint. Gott kennt unser Herz. Und wenn er weiß, dass wir bereit sind, ihm das Erste zu geben, da freut er sich, da schaut er es an, da akzeptiert es, da segnet er es. Amen. Und auch im 3. Mose, Kapitel 27, da heißt es im Vers 30, alle Zehnten des Landes, sowohl von den Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn und sind dem Herrn heilig. Er sagt es, das ist wieder Wort Gottes, er sagt es, es ist mir heilig. Es gehört mir, es gehört nicht uns, es gehört ihm. Das Erste, was ist das Erste? Das Erste, was deine Hand verlässt. Dass es ein Prinzip ist. Aber auch da, dass wir in erster Linie das Prinzip erkennen und nicht das Werk denken, sondern das Prinzip. Und dass das Erste die Kraft hat, das andere auszulösen. Und er sagt auch im 2. Buch Mose im Kapitel 13, Vers 14, dass wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das, so sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Hause der Knechtschaft. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte und so weiter. Dass wenn dein Sohn dich fragt oder wenn deine Kinder dich fragen und sagen, Papa oder Mama, weshalb gibst du das? Weshalb gibst du so viel in die Kirche? Dass du sagen kannst, ich war mal ein Unreiner, ich war mal einer, der unter Sklavenschaft war, ich war mal ein Sünder, aber Christus hat durch seine Erstlingsgabe mich freigekauft. Darum opfere ich dem Herrn alles, auch das Erste und alle Erstgeburt, die löse ich aus. Darum opfere ich ihm, darum gebe ich ihm das Beste, weil er das auch für mich getan hat. Dass wir sehen, dass es da einen Grund gibt, weshalb wir es tun. Amen. Dass wir sehen, wenn wir das Erste, dieses Prinzip des Ersten sehen, wie im Alten Testament, er sagt, alle Erstgeburt soll mir gehören. Und wenn es unrein ist, dann soll es ausgelöst werden. Und dass wir auch sehen, dass wir selber sind ausgelöst worden. Wir waren unrein, sind durch Christus ausgelöst worden. Er hat uns frei gemacht. Halleluja. Und wenn wir in unserem Herzen bereit sind, ihm das Erste zu geben und das Beste zu geben, Halleluja, bevor wir irgendetwas anderes machen, dann sagt das Wort Gottes, er schaut es an, er schaut uns an, er nennt es gesegnet. Und diese 90% werden uns weiterbringen als irgend alles andere. Weil es sein Prinzip ist. Jetzt fragst du vielleicht, weshalb? Jetzt haben wir ja nur Alttestament oder hauptsächlich Altes Testament gelesen. Das stimmt, ja. Aber ich habe das Neue Testament nachgeschaut und einfach das Prinzip vom Ersten habe ich mir ein bisschen angeschaut. Ich habe mir nur ein paar rausgeschrieben, nur ein paar Stellen bezüglich dem Prinzip des Erstens. Nur die wichtigsten. Es gibt noch viele, viele mehr. Ich habe 4 Seiten vollgeschrieben. Nur, was im Neuen Testament darüber spricht, was das Erste und das Prinzip des Ersten. Lass uns ganz kurz zum Schluss ein paar anschauen. Jesus ist als Erster oder am ersten Tag der Woche auferstanden. Nicht an irgendeinem Tag, am ersten Tag. Es war ihm offensichtlich wichtig. Das heißt da sogar weiter, dass er nicht nur am ersten Tag auferstanden ist, sondern zuerst ist er der Maria Magdalena erschienen. Das sollte eine spezielle Botschaft sein für die Frauen. Er ist zuerst der Maria Magdalena erschienen, nicht zuerst dem Petrus,
Nicht zuerst irgend sonst jemand, nicht zuerst im Herodes, zuerst in Maria Magdalena. Folge Jesus zuerst, lass die Toten begraben, sagte Jesus. Also wenn wir ihm nachfolgen, auch da sehen wir das Prinzip des Ersten, dass wir zuerst ihm nachfolgen sollen. Das heißt nicht, dass wir nicht trauen dürfen oder so, aber dass diese Herzenshaltung da sein muss. Ich diene dir zuerst. Zuerst hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Auch das ist etwas, was Jesus gesagt hat. Zuerst, er sagt zuallererst, das ist wichtig, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, hütet euch vor falscher Lehre. Es ist ihm offensichtlich wichtig. Zuerst musste Christus leiden. Zuerst musste er leiden. Paulus predigte zuerst den Juden. Auch das ist das Prinzip. Zuerst hat er zu den Juden gesprochen und wenn sie ihn abgelehnt haben, dann ging er zu den Heiden, hat zu den Heiden gepredigt. Aber zuerst hat er immer zu den Juden gesprochen. Weshalb hat er das getan? Das ist ein Prinzip, hat dieses Prinzip erkannt und hat es geschätzt. Gott besuchte zuerst die Heiden, heißt es auch, dass er zuerst die Heiden besucht hat und dass durch Christus hat er uns besucht, hat einen Weg geschaffen, wie er uns zuerst besuchen konnte, mit ihm vereint zu werden. Amen. Halleluja. Ehre Vater und Mutter, heißt es im Epheser Kapitel 6, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Und was ist die Verheißung, auf dass es dir gut gehe und du lange lebst? Was für ein Segen. Das erste Gebot mit Verheißung. Die Philipper hatten Gemeinschaft mit dem Evangelium, sagt Paulus im Korintherbrief, vom ersten Tag an hatten sie Gemeinschaft. Weißt du, das heißt ja, die Bibel erwähnt das immer wieder, dass zuerst, vom ersten Tag an, es wäre ja auch gut gewesen, wenn man gesagt hätte, ja, Paulus war da ein paar Tage und am Tag 14 an, da habt ihr angefangen, diesem Evangelium zu folgen und Gemeinschaft zu haben. Nein, das Wort sagt vom ersten Tag an. Ist das nicht sonderlich? Vom ersten Tag an hatten sie Gemeinschaft. Betet zuerst für alle Menschen. Für Leute in Autorität. 2. Timotheus, oder? Auch da sehen wir dieses Prinzip. Wir sind so oftmals beschäftigt, dass wir für uns beten, und das Wort sagt, betet zuerst für die anderen. Der Glaube, welcher zuerst in deiner Großmutter Lois wohnte, und auch in deiner Mutter Eunike, soll auch in dir leben. Auch hier können wir sehen, dass der Glaube, der gelebte Glaube einer Großmutter einen Weg machte über Generation zu Generation. Amen. Dass du eine Möglichkeit hast, weitere Generationen zu prägen. Positiv zu prägen. Und noch die letzte Folie, dass die Anfangslehre oder die ersten, werden die ersten Prinzipien genannt, diese Anfangslehre im Hebräerbrief. Abraham gab zuerst dem Melchisedek den Zehnten. Jesus liebte zuerst uns. Er hat zuerst uns geliebt, heißt es im ersten Johannesbrief. Zuerst hat er uns geliebt. Von Jesus heißt es, dass er das Alpha und das Omega ist, das Erste und das Letzte. Er ist der Erste. Amen. Es spricht davon, dass wir die erste Liebe nicht verlassen sollen. Es ist ihm offensichtlich wichtig, diese erste Liebe. Es spricht davon, dass wir auch die ersten Werke wieder tun sollen. Und dass er der Erste ist, der auferstanden ist. Aber auch spricht auch von der ersten Auferstehung. Halleluja. Bei der wir dabei sein werden. Liebe Leute, wir müssen erkennen, dass Gott der Erste und der Beste ist. Und wenn wir ihm diesen Platz in unserem Leben geben, dann ist er bereit, den ganzen Himmel für uns in Gang zu setzen, um uns zu segnen.
Es ist einfach ein Prinzip, das wir erkennen können im ganzen Wort Gottes, sei das Alte Testament, sei das im Neuen Testament, dass er den ersten Platz hat in unserem Leben. Und es gibt Möglichkeiten, wie wir das zeigen, wie wir das ihm zeigen müssen. Das ist eine Möglichkeit, indem wir ihm die Erstlingsfrüchte geben und ihn schätzen, ihn ehren, Glaube und Vertrauen haben, dass er uns in allem versorgt. Halleluja. Amen. Und dass wir auch in anderen Bereichen, dass wir, auch wenn wir uns einsetzen, dass wir uns fragen, wo soll ich mich zuerst einsetzen? Es könnte eine Möglichkeit sein, dass wir uns zuerst in seinem Königreich engagieren und nicht im Fußballverein. Das heißt nicht, dass der Fußballverein nicht gut ist, dass man den nicht unterstützen soll. Nein, das heißt es nicht. Aber stell dir die Frage, ob dieses Prinzip des Ersten auch in deinem Lebensbereich, ob es da gewisse Situationen gibt, wo wir uns korrigieren können. Damit wir dem Wort Gottes übereinstimmen und dieser Segen noch mehr über uns sein kann. Amen. Wie sehr sind wir schon gesegnet? Aber wie viel mehr können wir gesegnet sein, wenn wir uns, wenn wir noch diese Prinzipien noch ein bisschen verfeinern? Amen. Und so, Vater im Himmel, wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für all das, was wir heute Morgen sehen konnten, dass wir sehen, dass du ein Verlangen hast, dass wir dir das Erste und das Beste bringen. Vater, vergib uns da, wo wir gefehlt haben. Vergib uns da, wo wir nicht brachten, sondern gestohlen haben. Und Vater, danke, dass dein Blut treu und gerecht ist und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Vater, wir danken dir, dass wir Möglichkeit haben, wie wir diesen Segen in unserem Leben auslösen können. Vater, hilf uns. Wir wollen bestrebt sein, dass wir nicht nur uns selber auch dir hingeben, dass wir selber dir nachfolgen, dass wir zuerst das Königreich Gottes suchen und seine Gerechtigkeit. Danke, Herr, dass du uns dabei hilfst und dass wir einander anspornen können und dass wir freigesetzt werden, in Jesu mächtigem Namen das auch zu tun. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.